Mike Maxeiner, Einsatzleiter der Feuerwehr Koblenz, Amtsleiter der Feuerwehr Koblenz. Also die Feuerwehr Koblenz ist heute Morgen zu einem folgenschweren Einsatz auf der A61 gerufen worden. Es wurde über einen sehr schweren Unfall berichtet. Vor Ort hatten wir einen Pkw unter dem Lkw eingeklemmt. Der Fahrer musste unter erheblichen Bedingungen und schwersten Bedingungen befreit werden. Hierzu musste auch ein Kran in Bereitstellung gebracht werden. Nach gut 2 Stunden konnte der Fahrer dann dem Rettungsdienst lebend übergeben werden. Also aufgrund der erschwerten Einsatzbedingungen musste die Fahrtrichtung A61 in Richtung Köln direkt gesperrt werden zu einer Vollsperrung. Die dauert zum jetzigen Zeitpunkt auch noch an. Und aufgrund des Kraneinsatzes musste auch die gegenüberliegende Fahrtrichtung A61 Ludwigshafen voll gesperrt werden. Diese Sperrung wird aktuell aufgehoben. Wir haben daraufhin einen massiven Rückstau erlitten und insofern haben wir uns auch dieser Situation gestellt und haben dort Rettungsdienstkräfte in Einsatz gebracht, sodass die Fahrer mit Getränken versorgt wurden.